hören Sie nun von Günter Eich »Man bittet zu läuten«, in der Hauptrolle Klaus Schwarzkopf, Regie Heinz Hostnick. Suonare la campana. Please ring the bell. Man bittet zu läuten. Sonnez la cloche, s'il vous plaît. Am protestantischen Friedhof in Rom. DIN A4, 500 halbes Format, die untere Grenze für einen Preisnachlass. Betitelung oben links, Kursiv und Fraktur, meiner Lage angemessen. Und sagen Sie nicht, meine Liebe, das geht es nicht. Ich verlasse mich auf Sie. Kursiv und Fraktur. Ein Zusammenklang wie Grün aus Gelb und... Wie bitte? Offene Fragen bleiben immer. Leinen oder Elfenbein? Ihre Einfühlung wird sich beweisen. Ja, durchaus nicht unwichtig. Ich kann nicht ununterbrochen vibrieren. Am Telefon wirkt es außerdem ganz abstrakt. Sagten Sie nicht, ich sollte mit allem zu Ihnen kommen, was mich bewegt? Na also. Seele kann man auch in Briefköpfe legen, zum Beispiel oben links. Verein der Pilzfreunde e.V., Rennweg 37. Genau, Frau Kallmorgen, genau. Wieder eine offene Frage. Ich bin bereit, eine Klammer darunter zu setzen. Klammer auf, Taubstummenheim, Klammer zu. Das heißt, ich bin eigentlich nicht bereit. So? Sehe ich nicht ein. Das Taubstummenheim okkupiert mich. Eine Portierloge von 3 zu 3 Meter, eine Zelle. Kontemplation oder Strafverschärfung, wie Sie es nehmen. Und ringsherum Krüppel. Das sind die Knollenblätterschwämme unter uns. Ja, Aufopferung, das ist das Wort. Und dafür soll ich mein Vereinsleben nicht in die Portierloge verlegen dürfen? Doch, die sind ansteckend. Ein Gebresten, das freundlich tut. Mein Gott, diese armen, harmlosen Leidenden alle. Aber dann kommt ein freier Tag. Bei mir ist es Mittwoch. Ich bin 16 Stunden wach. Und wenn ich mir die Decke unters Kinn ziehe, fällt mir ein, 16 Stunden kein Wort geredet. Und ich fahre erschrocken wieder hoch und liege noch 3 Stunden wach. Also 19 im Ganzen. Da muss etwas geschehen, sowohl für den Schlaf wie für die Sprache. Seitdem rede ich, auch wenn ich allein bin. Immer reden, reden. Nur keine Pause. Pausen sind der Anfang. Und die Taubheit kommt von allein. Laut, auch wenn ich mit den Krüppeln gestikuliere. Ohne Taubstummensprache komme ich hier nicht aus. Ich kenne alle Variationen, Varianten, Finessen, Dialekte, Mundarten, Handarten, Augenarten, Schattierungen, Lichtierungen, bin sprachbegabt. Ich könnte jederzeit taubstumm werden, das ist es ja. Außerdem lesen Sie es mir vom Mund ab. Wenn Sie mich nicht verstehen sollen, spreche ich Französisch. Das beherrsche ich von den Nasalen bis zur Stenografie und Handelskorrespondenz. Oui, madame. Kurzum, wir lassen die Klammer weg und okkupieren das Telefon für die Pilzfreunde. Die paar Anrufe, mein Gott, und kein Vereinsvermögen. Die Druckkosten sind auch ein Problem, ähnlich wie die Knollenblätter. Aufklärung oder Antitoxine? Alles Fragen für Angstträume und Donnerstagsgespräche. Wer war Shakespeare? Geld, Bank und Börsenwesen. Alles zentrifugal. Nur die Religion steht fest. Frau Kallmorgen, Sie haben einen unfreundlichen Abend. Ich habe nicht die Druckkosten in meinem Glauben untergebracht. Andererseits gehören selbst Briefumschläge in die Heilsbotschaft. Christus ist total. Da gibt es keine Verstecke hinter harmlosen Einkäufen in Bäckereien. Und keine hinter Pilzausstellungen, gewiss nicht. Und selbst die Heiligen müssen es sich gefallen lassen, dass sie erlöst werden. Könnte noch höher. Je mehr man redet, desto mehr fällt einem ein. Schweigen ist Dummheit. Oder Atheismus. Die Taubstummen sprechen gegen Gott. Deswegen sind sie taubstumm. Erde, Europa, Rennweg, Petersilienstraße. Na gut. Mein freier Tag ist Mittwoch, das wissen Sie ja. Aber Sie widersprechen immer. Ob es da erbaulich wäre, sich zu treffen? Auf einen Kaffee mit Wermut? Eine Bittermandeltorte? Ja, begonnen mit steigender Temperatur, fortgeführt mit Telefonaten. Es ist noch alles möglich. Wie bitte? Aha, eine Stiftung für die Religion. Für den Verein? Für mich? Und das kommt auf dasselbe heraus, wegen der Totalität. Ja, witzig, Frau Kallmorgen, witzig. Ich wusste gar nicht, man kennt sich eben zu wenig, müssen es dringend nachholen. Vielleicht doch Mittwoch. Für mich ist die Disharmonie das Entnervende und die Armut legt sich auf mich wie Asthma. Man möchte doch etwas aus seinem Leben machen, etwas Ausgefallenes, aber zeitgemäß. Wo ist die Zukunft des Portiers? Melancholie ist mir zuwider und manchmal bin ich nahe dran. Ein Grundstück in Florida, ein Reifeisenkonto, das wären Möglichkeiten von Therapie. Die Druckkosten, ach so,
Danke, Frau Kallmorgen, es ist auch schon etwas. Sie haben Herz, Sie sind schön. Doch, ich fliege zum Beispiel auf Augen und ich habe Sinn für Schönheit überhaupt. Ich sehe überall nur das Schöne. Ich bin ein freudiger Mensch. Allen Anwandlungen zum Trotz, optimistisch letzten Endes. Hallo? Schachtel. Unmanierliche Leute. Immer Hierarchien im Kopf. Halten mich ernstlich für den Bruder Pförtner. Die unterschätzen meine Expansionskraft. Einfalt und Demut erst, wenn ich oben bin. Konrad von Parzam hat noch andere Eisen im Feuer gehabt als ein Schiebefenster und die Klosterglocke. Kein Vergleich mit niederbayerischen Heiligen und nicht mit solchen aus Yorkshire oder aus Norditalien. Aber Eisen habe ich auch. Und wie sagt man, solange sie heiß sind, solange sie heiß sind. Grobschmied, Fahnenschmied, Goldschmied und auch seines Glückes. Da glüht's, da glückt's, da raucht die Esse, da fallen die Hammerschläge. Nicht bloß hier. Ich habe Filialen, Ambosse auf Bundesebene, vielleicht sogar europäisch. Zu blöd, dass ich's dem Friseur gesagt habe. Das kostet mich 4, 5 oder 6 Punkte in meiner Tagesbilanz. 21.50 Uhr. Die wäre überhaupt fällig, meine Lagebesprechung, mein Feldherrnhügel. Auch das Dasein verlangt seine Abgaben, und wenn man die Schliche nicht kennt, sieht man nichts heraus als den Todesunterhalt. 21.50 Uhr. Aber monochron. Ort bekannt. Monologisch. Wetter Nieselregen. Monophon. Temperatur gemütlich. Monosyllabisch. Zentralheizung von Becker und Söhne Öl. Ölanstrich, Bungard-Nachfolger, aufgehelltes Preußisch-Blau, Minus. Aber nicht bei mir. Notation in Sütterlin, meine rundliche, schönheitsdurstige Schrift. Doch, Bilanzen sind die reine Wollust. Hi plus, hi minus. Man kann auch sagen, männliches und weibliches Prinzip. Die Schöpfung schimmert bis in die Gewinn- und Verlustrechnung durch. Und von den Kosmogonien bis zum Schlüsselbrett ist es ein Katzensprung. 35 Schlüsseln, 2. Fehlt Zimmer 7 und Zimmer 23, immer dieselben. Eine einzelne Meier und Ehepaar Rumpfort. Die Punktwertung macht mir Sorgen. Die Meier mit AI, eine Art von trüber Erinnerung, ein Kinderwintermantel, ein Gesicht immer unterm Nullpunkt. Minus 5. Minus 6. Minus 7. Die perforiert jeden Saldo. Und das Ehepaar. Rumpfort. Taubstumme Bohème. Vorgeschrittener Suff. Rumpfort. Vielleicht degenerierter Adel. Eine Suppe ist nach denen benannt. Pfui Teufel. Fettaugen, Glubschaugen, Triefaugen. Zusammen 130 Jahre alt. Alte Leute. Und dann noch Krüppel. Und dann noch Saufen. Und dann noch Suppen erfinden. Alles Minus. Unappetitliches aus 35 Zimmern. Aus 34. Eine Ausnahme. Ein rosiges Aktivum. Zimmer 9. Rosi. Wäre beim Stummfilm was geworden. Für Tonband ist sie nicht programmiert. Oder? Ein leichtes Grunzen wäre das Äußerste. Im Eisschrank aufgewachsen. Aber wie ist es, wenn eine Sicherung ausfällt? Ich sag's ja auf Französisch. Mademoiselle Ferlamour. Versteht sie Gott sei Dank nicht. Na, du kommst noch dran, Rosi. Bei Frauen habe ich so Vorahnungen. Und immer mehrere Eisen beim Hufschmied und beim Silberschmied. In jeder Windrose, erotisch und finanziell. Nur keine Schwerpunktbildung. Gott hat jemanden bestimmt, im Hubertusheim selig zu werden. Bitte sehr, aber nicht mich. Ich habe meine Fühler ausgestreckt. Heiratsanzeige. 9. Punkte, 9 Antworten, 9 Genüsse, wenn die Schlüssel vom Brett sind, 9 Lektüren, wenn die Etagenschwestern dösen, 9 ernstliche Offerten. Und die Kallmorgen denkt, sie wäre allein im Rennen, spielt sich auf, geborene Solo-Violine, aber eine Seite ist verstimmt und das bin ich. Consordino, Kallmorgen, Kall, Consordino, denn mein Fühler im Feuer. Mein ausgestrecktes Eisen, meine Guillotine. Mit G-U-I, niemand ahnt, möchte ich sagen.
Aber der Friseur hat ein Subjekt in den Satz gebracht, ein unangenehmes, das mal die Prädikate in Frage stellt. Nur eins ist klar. Sie wird wieder eingeführt. Eine sittliche Pflicht. Die weichen Herzen kommen nicht drumherum. Auch unsere Professoren sagen es. Naturrechtlich begründet. Humanitätsduselei ist ein treffliches Wort, das man wieder aufwerten müsste. Das Gegenteil von human ist nicht inhuman, sondern divin. Wo habe ich das gelesen? Und formuliert in der Natur, natürlich. Da gibt es keinen Erbarmen, da schwärzt, da schäumt das Blut. Und wir sind ja in diese Schöpfung hineingestellt. Höchste Zeit, dass wir sie annehmen. Jedenfalls bin ich in diesem Sektor ziemlich vorne. Viele können es nicht sein, die sich gemeldet haben. Und wenn die Sonne über der Sache aufgeht, dann liegt mein Gesuch zu oberst. Gut beleuchtet. Meine Riesendummheit ist der Friseur. Ein Kernschatten. Furchtbar. Es fiel mir nur ein, als er mir mit dem Messer an der Kehle herumfuhr. Pech mit Assoziation. Peinlich. Der hat so verdächtig gestutzt. Ich höre direkt seine innere Stimme. Mensch, da wäre ich doch ebenso gut. An der Kehle bin ich doch schon oft gewesen. Muss man die innere Stimme des Friseurs ansprechen? Vielleicht ein Naturgesetz, aber eine Blödheit. Ein Passivum, ein Minus. Die schöne Aussicht halb verregnet. Früher hat man pro Exekution 300 Mark bekommen, aber alles ist teurer geworden. Auch die Beilschärfer, der Strom, das Galgenholz. Also sagen wir 500, vielleicht 1000. Und das bloß nebenbei. Und 5 könnten es doch sein im Jahr. Wenn die Zeiten unruhiger werden, kommen noch die politischen dazu. Grob gerechnet könnte man für die Guillotine 6 Pluspunkte rechnen, für die Annonce 9, macht 15. Pförtnerei 1 Punkt, Kallmorgen 1 Punkt, macht 17, Rosi 18, die Pilzfreunde 19. An Minuspunkten rechne ich für den Friseur 5, Rumpfort 6, Meier 7, dann kann ich sogar für die Kallmorgen und für mich selber je einen Minus nehmen, macht 9, 19 weniger 9 macht 10, immer noch 10 Pluspunkte. An manchen Abenden habe ich 20 gehabt, aber schließlich ist heute Freitag. Hoppla, Lorenz habe ich vergessen. Frau Lau, 7. im internationalen Stenotypistenwettbewerb, Renz. Die 33 Schlüssel täuschen, hinter dem Schlüssel doch 17 wartet Frau Lau, Renz. Gregor macht es richtig, jedes Mal in einer anderen Kneipe. Schadhaft, aber listenreich. Ein Odysseus, der nicht heimkommt. Bier und Korn, mir läuft auch alles 50%ig im Mund zusammen. Wo ist der Magenbitter von der Weihnachtsfeier? Also gut, Laurenz, ein Punkt weniger macht 9. Das ist für einen miesen Abend immer noch genug. Sagt nichts? Gelbe Armbinde? Ja, vielleicht sind wir zuständig. Oder lassen Sie ihn doch knurren nach so einer Zeche. Das wird irgendwie und wann bezahlt. Keine Sorge, wenn er aus unserem Heim ist. Sankt Hubertus, eine gemeinnützige Stiftung, ursprünglich für Jagdunfälle. Also so. Als ob er bellen wollte? Ja, etwas Vierfüßiges in der Stimme. Ja, einer heißt zum Beispiel Laurenz. Ganz in Ordnung, aber heute ist Freitag. Ich gebe Penelope Bescheid. Sie strickt, wenn sie wartet, aber das ist auch alles. Ihre Muster sind nicht verlockend, die Freier bleiben aus. Sie bekommt ein Bulletin und holt ihn. Kann er noch gehen? Goethe-Klausel, ja, weiß ich, in der Uhlandstraße. Der Wirt hat vielleicht was gegen Uhland. Goethe hat 30 Bände geschrieben, Uhland plus einen. Wir hatten das alles zu Hause. Gut, ich schicke noch einen kräftigen Mann mit. Doch, haben wir eine Auswahl von schluchzenden Möbelpackern. Ja, wieso hat er eigentlich nicht bezahlt? Ja, nicht meine Sache, sie verdient ja auch, ist beim Rundfunk. Ein Ehepaar, was dachten Sie? Kuppelei gibt es bei uns nicht. Besuche nur bis 21.30 Uhr, darauf wird geachtet. Und alles stumm. Und wenn sie lachen, hören sie es nicht. Furchtbar. Das heißt, naja. Danke. Abend, meine gnädige Frau. Hoppla, bleiben Sie vertikal. Abend herum fort. Einen guten Abend. Ja, das sieht man. Der Schlüssel, die Herrschaften. Lauter gute Abende, das ist eine Anstalt für gute Abende.
Guten Abend woanders, verstehe ich. Aber die gute Nacht nur hier. Gern laut. So witzig herumfort. Heute sind alle so witzig, das muss an Windverteilung und Luftdruck liegen. Fallend, glaube ich. Ich reagiere auf steigend, bin ganz außer Kurs heute. Formkrisen, Wackelkontakte, Fadings. Hauswirtschaftlich ein ausgewogener Lappen. Mit Rückgrat natürlich. Also da versage ich. Was Subtiles, wie es scheint. Schreiben Sie es auf? Na, immer geradeaus, von links nach rechts. Wir sind doch keine Hebräer. Was ist denn das? Gedichte? Nein, nichts für mich. Ich bin anders strukturiert. Was über 13 Linden hinausgeht, ist verdächtig. Und Gertrud von Lefort hat sich in der Atombewaffnung verirrt. Im Grunde gibt es nur den Schott, weil Thomas von Aquin zu schwierig ist. Nie gehört. Wieso meine Meinung? Ich habe alles gesagt, wusste nicht, dass Sie sich für Literatur interessieren. Nur Freitagabend, das ist ein Ausnahmetag. Haben Sie schon mal Pilze gesammelt? Wenn Sie das tun, dann wissen Sie, dass Gedichte Blödsinn sind. Pilze Blödsinn? Ich ein Pilz? Sind Sie Literatur? Mischen Sie sich nicht ein, Frau Rumford. Muliertatiat. Was für die Kirche gilt, gilt sinngemäß auch fürs profane Leben. Das müssen Sie mit einem Pfarrer besprechen. Das Heim ist nicht konfessionell gebunden. Aber nach dem Grundgesetz befinden wir uns auf dem Boden des Christentums. Schließlich werden Sie doch irgendeinen Pfarrer haben. Rabbiner? Das überrascht mich. Rumford klingt gar nicht so. Gewiss, nichts für ungut. Wir haben manches wieder gut zu machen. Vielleicht können wir mal zusammen einen heben. Mittwoch habe ich frei. Und Sie sollten Pilze sammeln. Das geht quer durch alle Religionen. Höchstens die Buddhisten, die hätten vielleicht Angst, eine Reizgarmade zu kränken. Die kennen die Wahrheit nicht. Gerade, wo die Unterhaltung in Fluss kommt. Wie kommen Sie auf Laurenz? Spirituell oder spirituos? Was man auch gegen Analogieschlüsse hat, hier ist er nicht zu schlagen. Goethe-Klause, Uhlandstraße. Sie interessieren sich ja für Literatur. Voilà. Sie? Nochmal in die schwankende Nacht? Beide? Zu Goethe und Uhland? Heißt das nicht, die Literatur zu weit treiben? Wie? Kann man nur zu weit treiben? Wenn Sie meinen, Frau Laurenz ist freitags immer parat. St. Hubertus, Taubstummenheim. Keineswegs falsch verbunden, wenn Sie den Verein der Pilzfreunde meinen. Eine Art Symbiose. Doch. Ich habe Fremdwörter gern. Vorstand, Chef, Boss, Direktor am Apparat. Wenn es sein muss, geben wir auch über Kochrezepte Auskunft. Sind Sie Mitglied? Macht nichts. Wenn Sie nicht zum Verein gehören, sind Sie doch eine Pilzfreundin, gnädige Frau. Fräulein. Das ist das richtige Alter für Mykologen. Später macht das Bücken Mühe. Und zum Beispiel das Reizkersammeln wird ein Problem. Kriechend unter Fichten. Nehmen Sie einmal an unseren Exkursionen teil. Jeden Sonntag 6 Uhr Treffpunkt Ruine der Philharmonie. Und kennen Sie es ja. Was? Sie verwechseln uns. Weder gelb-grün noch überhaupt eine Flagge. Nein, auch kein Pilzsymbol, obwohl das hübsch sein könnte. Und keine andere Verlockung. Beim Sammeln sind zwei Hände zu wenig. Da fehlte die Wimpelei gerade noch. Ja, gewiss, wir pflegen auch Geselligkeit. Aber ein Kammerquintett haben wir nicht. Und wenn Sie Harfenistin waren, nicht bei uns. Das ist alles zu bacchantisch. Und ich bin überhaupt unmusikalisch. Nein, nicht unmusisch und nicht ungeistig. Der Zweck unseres Vereins ist letzten Endes die Verehrung Gottes in der Natur. Sicher nur auf einem kleinen Sektor, aber doch. Ja, muss sehr lustig gewesen sein. Dann bringen Sie die Fotos mit. Und die Bandaufnahme ist mir recht. Ich komme gern zur Sache, aber ich kenne Ihre Sache nicht. Pilzkochbücher gibt es einige. Einlegen. Pilzsalat mit Essig und Öl. Trocknen. Pilzpulver. Pilzwein? Das halte ich für Mumpitz. Wie denn? Den Alkohol zu den berauschenden Eigenschaften der Pilze addieren? Müssen Sie Giftpilze nehmen? Pantherpilze, höchst gefährlich. Solche Sentenzen habe ich schon öfter gehört. Das ist Nihilismus.
Unser Verein ist aufbauend. Abgesehen davon, dass wir Schönheit ins Leben tragen, für uns ist auch die Nahrungsaufnahme ethisch begründet. Wenn Sie das Quatsch nennen, sind Sie für die Mykologie verloren. Schade bei so viel Interesse. Das meine ich doch. Immer sachlich, immer dicht am Thema, wenn Sie Pilzextrakt gesagt hätten. Worauf? Rausch? Ich trinke Cognac auch ganz gern. Und dann gibt es eine Sorte von Birnenschnaps. Wie heißt sie doch? Lethe? Nein, nie gehört. Ein Likör? Ach so, der Name für den Pilzwein. Wollen Sie es kommerziell betreiben? Wie viel denn? Wahrscheinlich reicht das für eine kleine Fabrik. Wir können mal drüber reden. Vielleicht nicht, vielleicht doch. Man muss sorgen, dass Ihr Geld nicht verschleudert wird. Eine gesunde Risikoverteilung. Doch, immer der harte Versuch über sich selbst hinaus. Unsere Aufgabe. Einfach schon vom göttlichen Gebot her, selbst im Finanziellen. Danke für das Kompliment. Aber ich hatte mir keine Parenthese vorgestellt. Schlichte Punkte. Sind Sie enttäuscht? Ach so, kein Kompliment. Für Ironie habe ich nichts übrig. Es widerspricht dem Gebot, nicht zu lügen. Wahrscheinlich schon im Alten Testament. Nein? Sie überraschen mich. Muss ich mal nachsehen. Ich sage Ihnen doch, ich kenne Ihre Sache und Ihr Thema nicht. Als wenn es Fleisch wäre. Suppe, Gulasch, Braten, Schnitzel, Klopse, Knödel. Ich präferiere das ganz gewöhnliche Dünsten im eigenen Saft. Pilze nicht waschen, Deckel fest schließen, kleine Flamme. Ein bisschen Fett und 20 Minuten genügen. Dann Salz und zum Binden Mehl. Alles nach Geschmack. Zwiebel, Pfeffer, Petersilie, Majoran, Paprika. Es kommt natürlich auch auf die Pilze an. 2 Kilo? Aber was? Knollenblätter? Amanitin-Protoplasma-Gift? Sie sind doch eine gebildete Person. Oder handelt es sich um eine kleine Nachlassbesprechung, ein Rendezvous mit mir? Hallo? Hallo? Wirklich, man hätte Lust, grob zu werden. Aber zu wem? Uhr. Eine liebe Zeit. Eine herzige Zeit. Alles Zartfühlende meiner Natur drängt zu Träumereien, wenn meine Nachtfliege voll Raserei ans elektrische Licht bumst. So viel Zorn, so viel Einsatz ohne Lohn. War die Glühbirne vorgesehen bei der Erschaffung der Musca Domestica? Wie immer ist die Genesis unergiebig. Und wie immer darf man es anthropologisch nehmen. Der wütende Aufprall dient der Einleitung von Portiersträumen. Speziell solcher Portiers, die Pilzkenner sind, aber von der Iconographia Mycologica nur den Band 11 besitzen. In Mailand 1927 bis 32 erschienen. Oh, meine Stubenfliege, du kennst dich aus. 27 Bände lateinischer Text. Eine Enzyklopädie, die weiter wuchert. 23:30 Uhr, ach du liebe Zeit. Exkursionen in die tropische Pilzflora, Leuchtpilze. Abend am Amazonas und in Mittelafrika. Farbaufnahmen, die Aufsehen erregen und die endgültige Monographie über die Schleierlinge. Staatliche Mittel. Stichproben in die südliche Halbkugel, Patagonien, Kap Hord und die Inseln. Wie heißen sie doch? Wie heißen sie doch? Wie heißen sie doch? Ein Gedächtnisausfall, massiv, nicht nur an Inseln gebunden. Vielleicht sind die Träume und der Glühbirnen doch für die Fliegen gedacht. Ganz Feuerland für die Fliegen, Feuerfliegen. Für ein menschliches Ego aber Wein, Weib und Gesang. Der Gesang aber ist das Größte unter ihnen. Eine fatale Gedankenverbindung. Das Billigste, Monsieur, das Billigste. Man könnte darauf am ehesten verzichten. Natürlich ist niemand ohne Fragen. Aber Sie müssen aus der Welt geschafft werden. Nicht durch Antworten. Damit haben Sie verhältnismäßig wenig zu tun. Sondern mit der Peitsche. Da denke ich radikal und realistisch. An mich wären staatliche Beihilfen nicht verschwendet, weiß Gott. Ich weiß, wo die geistige Missbildung beginnt.
Ich könnte da manches wirken, wahrhaft segensreich. Und nur für Ignoranten ist die Pilzkunde problematisch. Verlautbarung für die Guillotine. Idiotie, hat einer gesagt, wie das Sammeln von Streichholzschachteln und das Bergsteigen. Mir muss man nicht klar machen, was der Normalpegel bedeutet. Basis, sittliche Forderung und nach der anderen Seite Anarchie. Man kann Wetterempfindlichkeit nicht mit echter Melancholie verwechseln und einen Mykologen von einigem Rang nicht mit Blinden und Lahmen, Taubstummen und Stotterern. Mit Schizophrenen, Koprophilen, Eunuchen und Hirngeschädigten. Das Einzige, was ich gegen mich sagen kann, dass ich in letzter Zeit die Glutaminsäure vernachlässigt habe. Aber alle Zentrifugalkraft ist an mir verloren. Ich bin durchschnittlich im positiven, im staatsbürgerlichen Sinn. Der Rest ist Unterholz. Das steht vor Sonnenuntergängen und will Millionen umarmen. Fades Gelichter, Triefaugen, schwerhörig und anstaltsreif, legen die Stirn auf die Tasten und signieren Scardarelli. Ein Glück, dass es sie erst gibt, wenn sie tot sind. Die würden das ganze Dessert verderben. Wir brauchen Persönlichkeiten, die auf Partys möglich sind. Dabei habe ich für alles Verständnis. Bin ja selber ein Träumer. Zum Beispiel war ich eben am Amazonas. Oder in einem Antiquariat, wo 26 Bände der Iconographia Mycologica für ein Spottgeld angeboten werden, weil Band 11 fehlt. Genau der, den ich schon habe. Ein Träumer, der Prototyp eines Träumers. Oh, breiter, gelbflüssiger Amazonas. Die Fliege haut immer noch gegen das Glas. Oh, Amazonas. Vielleicht blauflüssig oder grünflüssig. Man erfährt's aus den Quellen nicht. Gut gesagt, aus den Quellen. Mancher trägt Scheue. Das hätte mir Hölderlin nicht zugetraut. Aber der wäre auch hier, bestenfalls. Pubertär. Der käme schon mit den Schlüsseln nicht zurecht. Abgeholte Schlüssel am Brett, hängen gebliebene. Meditationsmöglichkeiten. Jetzt hängt auch der Lorenz. Statt weniger werden es mehr. Und die Fliege bumst. Und aufs Klosett müsste ich auch dringend. Fragen gehören zum Stuhlgang, gehören in die Kanalisation gespült. Auch für Sie keine Ausnahme, Rosi. Obwohl Sie eine neue Mütze haben und überhaupt schick sind. La plus jolie de la rive gauche et de la rive droite et de toutes les rives. Quel dommage que vous ne comprenez pas. Wenn ich Ihren Schlüssel nicht am Haken habe, sind Sie in Ihrem Zimmer. Wenn Sie dennoch von der Straße hereinkommen, sind Sie eine Erscheinung. Nein, fühlt sich nicht so an. Gespenster, das wäre wie durch Musselin und Taft. Das ist Kunstfaser, wie? Außen meine ich doch. Wieso blitzen Ihre Zähne? Ja, wie die Mütze. Aber ich glaube es nicht. Wer den Schlüssel mitnimmt, wird unglaubwürdig. Es ist übrigens gegen die Hausordnung. Sie sind die Königin der Ausnahmen, sicher, sicher. Mir gefällt am besten die, dass Sie noch nicht in Ihrem langweiligen Bett liegen. Nicht langweilig? Verstehe ich Sie recht? Warum spreche ich dann Französisch zu Ihnen? Haben Sie was gegen Magenbitter? Noch von Weihnachten. Prost. Oh, Ihre Flasche ist schon leer. Ich habe Sie falsch eingeschätzt. Ich habe Sie für völlig... Na, nichts für ungut. Notfalls kann man ja mit Cognac nachhelfen. Rauchen Sie? Nichtraucher? Immer dieses Negative. Wissen Sie, dass so der Nihilismus anfängt? Nicht schlecht, Rosi, nicht schlecht. Und alles streng nach der Hausordnung. Sie haben das Herz auf dem rechten Fleck. Aber ich möchte es doch nachprüfen. Alte, schöne Scherze. Noch ein Gläschen? Na, diesen schäbigen Rest. Der Klang war nicht besonders, aber egal. Rosi, wir verstehen uns, obwohl Sie doch gar nichts verstehen. Ich bin sicher, Rosi, Sie sind taubstumm nur mit Mund und Ohr. Sonst aber verstehen Sie alles, können alles sagen. Mit Augen, Händen, Haut. Traue ich mir nicht. Zu fein?
Rosi, du machst mich zu früh fertig. Wo hast du das alles gelernt? Studiert? Fürs höhere Lehrfach, wie? Die Prüfung ist heute, was meinst du? Ich nehme dich dran. In allen Fächern, da hast du nichts zu lachen. Intermezzo. Die Stimmen der Pilzfeinde. Gib mir den Stachelbeer-Täubling. Seit 70 Jahren schaust du mir in die Karten. Du bist zu nachtragend. Vor 70 Jahren schoss Vater den letzten Wolf. Den erinnere ich mich. Der Balg hing lange unter dem Gebein. War es nicht der Wolf, der Großmutter gefressen hatte? Eine alte Geschichte. Ihr schweift ab. Ihr steckt mit Theobald unter einer Decke. Mir gehen die Decken alle durcheinander. Gib mir den weinroten Graustiel-Täubling. Oh Gott. Keiner von uns ist mit Theobald verehelicht. Das macht nichts. 14 für Theobald. Er gewinnt. Gib mir das Stockschwämmchen. Gib du mir den Pappelschüppling. Aber schon auf manchen Hochzeiten getanzt. Das war lustig. Unser einsames Vater. Gib mir lieber den Reifpilz. Ja, habe ich den? 92 für Victorie. Am Waldesrand, die Jäger, die Gitarre unter den Fenstern schlugen. Eine überhitzte Fantasie. Allenfalls das Wasser ab. Waren wir nicht neulich gerade eingeladen? Zu welcher Hochzeit? Bei der Gottesanbeterin. Die Messnerin? Ein Insekt. Spaß ich dir, Obald. Oder... Was, Viktorin? Die Gottesanbeterin ist gut. Ich weiß nicht, ob es schon in Bremen steht. Männchen und Weibchen. Immer diese Zweiteilung. Er bildet sich was drauf ein. Wer? Worauf? Spielen wir oder spielen wir nicht? Wer ist dran? Unterbrecht nicht, seid einverstanden. Ich bin gern einverstanden. Aber... Womit? Mit 14 für Theobald, mit dem Vaterhaus, mit der Gottesanbeterin. Dem Menschen sägt sie den Kopf ab. Mir fehlt der ansehnliche Schüppel. Und verzehrt seinen Vorderleib, während sein Hinterleib sie bekattet. Clarette, das ist praktisch. Ich wiederhole, der ansehnliche Schüppling. Aber war es nicht ein bisschen stark von Theobald? Theobald? Hat das nicht erfunden. Ich dachte... Hier hast du deinen Schippling. So, Sandres für mich. So viel Biologie. In meiner Jugend hat man sich an einen kernigen Gottesglauben gehalten. Es gab nur Predigt und Choral. Alles andere war unsittlich. Dann darf ich an manches erinnern. Unsittlich? Meinst du die Jäger? Ich habe nur gesungen. Man ist so jung mit 80. Wie denkst du darüber, Theobald? Rosa ist immer noch dran. Diese fröhlichen Choräle damals. Es ist ein Ort in düsterer Nacht, wo Pech und blauer Schwefel brennet. Des hohler Schlund wird nie erkennet, als wenn ein Blitz ihn heiter macht. Mit Schlamm und schwarzen Wasserwogen ist sein verfluchter Sitz umzogen. Näher zu mir, meine zerriebenen Sporen, mein stäubender Bovist. Die Namen für dich, du sagst sie mir alle voraus. War nicht eine Pergola da? Ein Erlengang, der uns unsichtbar machte? Ich kenne mich in den Müllplätzen nicht mehr aus. Früher gab's mehr Emaille. Hier war es. Keine Waldwiesen, sie sind immer abgegrast. Erinnere dich, wir nahmen nichts aus den Flussauen und von den Feldrändern, nichts von Grün. Wir hatten andere Farben. Und weit von der Unterwäsche, die in der Sonne bleicht. Waren es nicht Dickichte? Dickichte waren es. Mein Lamellenherz. Drahtzäune im Fernglas gesehen. Tannen, Fichten, Kiefern. Unter den Zweigen Kolonien und Hexenringe. Und die Schwingschule und Grastreten vor Sonnenaufgang. Das verwechselst du. Es waren Nadeln. Alles knackend und trocken. Nadeln, die in den Nacken fallen zwischen Haut und Hemd. Mit den Zecken zusammen. Erinnere dich. Ein Gasthausschild. Ein trabender Wolf. Ausgeblichene Farben, aber erkennbar. Guck
kurz nach der Autographenauktion. Ja, in Alaska, ein Küstenort. Ein Generalsname, Zusammenhänge in eine Flasche gefaltet. $20 für einen Dempsey. So kamen wir ins Geschäft. Titus und Alpha. Es war, als wir die Buchstaben in die Lamellen bissen. Und dann? Unbetretene Gesichter, die man einlädt. Und die kommen. Später. Tröste dich, mein Titus. Ist es nicht schon später? Es ist die Dunkelheit unter den Zweigen. Wir haben $5 zu viel gegeben. Im Dunkel leuchtet dein Fleisch weißer, nachgiebig und fruchtbar. Kriechend unter Zweigen. Der Mensch ginge zu verbessern. 1000 Füßler, das wär's. Ein einmaliger Versuch. Schade. Wir könnten der Zeit davonlaufen, und die Zeit ist schnell. Liefen wir nicht? Zwischen Alaska, den Maschenzäunen, den Dickichten. Immer ein Fuß vor den anderen, die Breitengrade entlang. Nein, es ist die Polarroute, der Champagner schwappt aus den Gläsern. Oder waren wir etwa einverstanden? Nee, die Schlupfwespe genügte uns. Eins greift ins andere. Das genügt auch. Aber schreib es dir auf, man lässt dann doch wieder 5 gerade sein. Kaum, wenn man die Längen und Breitengrade kennt. Das Gittersystem kräftigt. Hier, Titus, hier war es. Hier fanden wir ihn. Hier schmeckten wir's. Eine große, rote Flüssigkeit. Ungefähr wie Beaujolais. Und ganz erdacht. Hier war's. Hatten wir nicht Kiesel mitgebracht? Eine Markierung? Da liegen sie. Unser Augenblick. Ein Dollarschein aus dem Umlauf gezogen. Was die anderen Ewigkeit nennen. Wer sich hat vorgenommen, der Heirat zu entkommen, der sieht würdig nicht der sonnengüldnes Licht. Sonst ist ja dieses Leben mit Sorg und Qual umgeben. Wenn Heirat auch entfällt, was soll uns diese Welt? Was soll dies Neff für Rosa? Und wie wäre es mit dem Judoform-Täubling? Meinst du mich? Ach, diese ewigen Täublinge. Eine große Familie, fast so groß wie unser. Ah, Theobald ist zugewandert. Das macht nichts. Ich zähle alle mit, die mich einmal auf dem Klavier begleitet haben. Erinnerst du dich, Theobald? Du bist an der Reihe, Solange. Die muntere Forelle. Spielen wir oder spielen wir nicht? Man wird doch Erinnerungen austauschen dürfen. Hast du Bauchweh, Koralle? Neulich hörte ich ein Gespräch. Zufällig oder hast du gehorcht? Das sind windschiefe Vokabeln. Ich halte mich an die Evangelien. Es fällt kein Sperling vom Dach und so fort. Und so fort. Du greifst zu tief in die Register. Gib mir die krause Glucke. Du bist nicht dran. Ich wollte auch einmal von der Ablenkung profitieren. Lass ihn erzählen, Viktorin. Ein Gespräch also? Die lustige Witwe? Aha. Mit wem? Faust. Heinrich? Heinrich. Hätte ich nicht gedacht, dass die beiden was miteinander haben. Doch, die verstehen sich. Die haben viel Gemeinsames. Als da wäre. Und was ist mit der krausen Glocke? Die war sicher auch dabei. Als da wäre, sie sind beide einverstanden. Ich dachte, darum wär's gegangen. Der Theobald hat vertrackte Gedanken. Da kannst du die ganze Literatur dazu nehmen, von Sappho bis zur dreieckigen Birne. Ein Pilz? Alle sind einverstanden. Ich hab was gegen alle. Mein Anarchist, gib mir die krause Glucke. Natürlich habe ich sie. Du marschierst geradewegs in die Hölle. 55 für dich. Auf meine Seele nimm in Acht, wie emsig dein Verderben wacht. Lass dich mit Nichten übertäuben, sei auf dein Amt und Pflicht bedacht. Du musst den Feind jetzt hintertreiben, ihn in der ersten Blüt aufreiben. Unwiederholbar, Alpha. Wir müssen fort. Kein Weingeschmack auf der Zunge, keine Initialen auf Stein oder Holz. Dringende Autographen, 17 Skimeister, alle vom Mittelpodest. Man darf sie nicht alt werden lassen. Auch die Kiesel kommen mir fremd vor. Ich glaube, wir irren uns. Meinst du nicht, dass es umsonst war? Fast umsonst? Der kleine Raum zwischen Auktion und Sterben. Und wenn der Strahlenpilz in der Kehle wächst? Eine Kolonie von Schwefelköpfen sieht die Lage historisch. Sie sind zufrieden. Aber warum jubeln wir nicht? Es gibt so vieles, Walzwerke und Marienkäfer. Auch der Samenfluss ist so tröstlich. Alles in einem, sparsam und praktisch und durch Jahrtausende bewährt. Nur mein Wort in dein Ohr. Und Erinnerungen an ein Antiquariat. Die Welt als Sekundärliteratur. Bebilderte Insektenwerke.
und niemand spricht uns frei. Hörst du mich? Ja, ein Muschelrauschen, sonst bin ich taub. Unschuldig. Ein Bündel Novalis-Briefe für $20. War das nicht? Dein Wort in mein Ohr. Keine Gespräche mit Gleichgesinnten, wir verstummen jetzt. Fort, fort. Alles Gute. Adieu. Wo nur das Auge man wendet hin, mit Lüsten wird's ergetzet. Ergetzet wird fast jeder Sinn und alles wunderschätzet. Ohne Maß ist alle Welt geschmückt. Wer Künstler möcht's erdenken, wer's recht bedenkt, wird gar verzückt. Das Haupt tut niedersenken. O Gott, ich sing von Herzen mein, gelobet muss der Schöpfer sein. Man wird nun langsam die Punkte zählen müssen, was meint ihr? Ich bin weit zurück. Und ich bin dagegen. Nur keine Abschlüsse. Einfach mischen und weiter? Ein Lebensprinzip. Ach, lauter Prinzipien, es geht mir auf die Nerven. Manchmal auf die Milz. Man hat mich Solange getauft und so bin ich auch geworden. Ich hab noch so wenig, ich geb nur den Hallemarsch. Pilze sind eine Verirrung. Soixante für Theobald. Überall kleine Mikele. Das gehört sich doch nicht. Deine Kritik ist unangebracht. Und ergebnislos, eine Elegie. Ein Steinwurf und ganz mit Recht. Ich finde Mikele spannend. Was sind das für Attribute? Schließlich ist alles so entstanden. Aus den Mikelen? Ich dachte, von Bovis bis zu Homer. Quer durch. Ein einziges Wunder. Oh, ihr seid alle so zart fühlen. Na, na. Ich nicht. Doch, es gibt Augenblicke. Ich glaube, wir spielen einfach weiter. Wir wollen es Frühlingsfest nennen, lieber Fritjof, so haben wir es immer gehalten, wenn es auch im Grunde eine Art Fasching ist. Meinetwegen ein geografisches Adjektiv davor. Siamesisch, venezianisch, patagonisch. Originell, aber keine Experimente. Es muss sich harmlos anhören, auch kleine Töchter haben Zutritt. Das Mikel unter der Oberfläche wird schon gedeihen. Der Eintritt frei ist falsch. Man muss das Glücksgefühl heben, etwas Unbezahlbares für 3,90 € zu bekommen. Ich zweifle nicht, dass Sie eine Hirschtrüffel von einem Pantherpilz unterscheiden können und dass Ihnen der fuchsrote Trichterling ein Begriff ist, aber Organisation lernt man nicht aus aquarellierten Pilztafeln und wenn Sie noch so naturgetreu sind. Vertrauen Sie mir, lieber Fritjof. Ich stehe seit 10 Jahren in der populären Pilzbewegung. Ich weiß, wie man ein Vereinsfest aufzieht. Also. Natürlich, wir sind ja demokratisch. Sie können sich entschuldigen, wie Sie wollen. Aber die Dekoration müssen wir sparen. In allen Sälen bleibt etwas vom Vorgänger übrig. Und wer kann schon Tahiti von Granada unterscheiden? Beides ist gleich trostlos. Die Stimmung macht's. Und die kriegen wir hin. Erinnern Sie sich, wie Reizenstein den Zahnstocher aß? Ah, richtig, das war vor Ihrer Zeit. Reizenstein ist ja tot. Lächerlich, an sowas zu sterben. Würdelos, ja. Also ist alles nebeneinander, im Dasein wie in der Frühlorche. Das Gift und der Wohlgeschmack. Hallo? Sind Sie noch da? Sie antworten ja nichts. Ich sagte, wie in der Frühlorche. Haben Sie mitgekriegt? Na gut. Die Einladung, nichts zu ändern. Wir erwarten Sie und so weiter in froher Zuversicht und so weiter zum Traditionellen und so weiter und so weiter. Im Ordner Veranstaltungen finden Sie ein Exemplar. Dort können Sie auch gleich die Gedichte nachsehen. Lieber Fritjof, ich bin auch nicht poetisch, aber ein Gedicht muss hin, wo alles vorkommt. 63 Mitglieder. Ich habe die Poesie zu tief innen und die schlagenden Reime fallen mir nicht ein. Aber ich will Ihnen mit Tatsachen gern zur Hand gehen. Völlige Freiheit natürlich. Jeder muss am empfindlichen Punkt getroffen werden und darf keine Miene verziehen. Das stärkt den Charakter und die Fröhlichkeit. Denken Sie an die vorjährigen Höhepunkte unserer vereinsinternen Geselligkeit. Keine Erinnerung? Hat man das gehört? Und Reimanns Referat über Morcheln und Phalluskult? Keine Erinnerung? Obwohl er die Bischofsmütze mit der elastischen Lorchel verwechselte? Und die Striptease-Vorführung unseres Steuerberaters? Lauter wertvolle Anregungen. Auch die Tätowierung. Sie wissen schon. Und dass unser Kassenwart ein Korsett trägt. Ich? Das ist schwierig. Wenn Sie natürlich finden,
Und das können Sie ruhig erwähnen. Ist unter Männern eher schmeichelhaft. Auch. Warum nicht selbstzufrieden? Keine Leiden am Ich, keine Kontaktschwächen. Ich kann mit den Leuten umgehen. 5 Jahre Vertreter, machen Sie mir das nach. Die Artikel waren nicht besonders, Kartonage mindere Qualität, aber den Umsatz um 7% gesteigert. Sie können Stoff für das Festgedicht sammeln, aber beleidigen lasse ich mich nicht. Ich? Tätowierungen sind nicht beleidigend. Es gibt Könige, die stolz darauf sind. Ich wusste nicht, dass ich Feinde im Verein habe. Bis zur nächsten Generalversammlung gewählter Vorsitzender. Na also, Schluss! Uhr. 0 Uhr. Neues Datum. Vor einer Stunde 23 Uhr. Vor 2 Stunden 22. Zum Rasend werden. Vor 3 Stunden 21. Vor 4 Stunden. Vor 5 Stunden. Alles so ordentlich. Alles so volle Stunden. Es rührt einen. Oder nicht? Oder doch? In dieser Art 37 Jahre. Lauter Rührung. Etwas nicht stimmt. Dass ich benachteiligt bin. Sind die Uhren nicht in Ordnung? Der Kalender. Oder liegt es nur an den verdammten winzigen Augenblicken? So winzig, dass sie gar nicht da sind. Nach vorn geöffnet und nach hinten. 0 und 24. Sperma und Furz, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Eine Erfindung für Dickhäuter und Gott sei Dank, wir sind's. Wo aber fuhr der Mopedfahrer in diesem Augenblick, in diesem Verdammten? Ein Blick durch verregnete Scheiben, ein erhobenes Schwert, das ein steinerner Narr über die Bäume hält, eine Wirtschaft mit schlafenden Fliegen, Limonade und Teutoburger Wald. Eine altdeutsche Situation. Setz einen Moment das Methorn ab und horch. Worauf? Ja, richtig. Der Mopedfahrer. Er kommt zuerst ganz gut herauf. Aber die Steigung, gar keine besondere Steigung, ist ein bisschen lang. Und du erhebst dich vom germanischen Bärenfell und horchst. Schafft er es? Oh je, es muss Varus sein, der die Sümpfe steuert. Hat er vorher noch die externen Sterne besichtigt? Immer noch nicht befriedigend gedeutet? Nein, er schafft es nicht. Oder doch? Tack, tack, tack. Er schafft es. Er ist schon an allen dösenden Fliegen vorbei, an allen Bärenhörnern, Metfesseln, Schwertschluckern. Hoppla, ja, und jetzt, da ist er, der alte Augenblick, wo die Welt verdächtig wird. Haben nicht die anderen, während er herauffuhr, Kinder aufgezogen und Häuser gebaut? Sind sie nicht nach Sansibar gefahren? Haben sie nicht illustrierte Pilzwerke gedruckt, langfristige Darlehen abgezahlt? Haben sie nicht gesoffen und gehurt und vergnügte Jahre gehabt, ohne Mutisten und Dreisinnige? Wieso sind Sie alle so zufrieden damit, dass der Tag 24 Stunden hat und das Jahr 365 Tage und dass es Schaltjahre gibt? Keiner hebt Einwände. Alle schauen freundlich und angestreckt an mir vorbei. Ich bin einer von denen, die nur Augenblicke abkriegen. Sie wissen's, aber ich weiß es nicht. Wenn ich ins Zimmer komme, schweigen Sie. Sie lassen mir die Fliegen und die externen Steine gedeutet und ungedeutet. Ihnen ist es nicht wichtig. Sie haben noch etwas zwischen 24 und 0 und wollen mir einreden, es sei eine Spitzfindigkeit der Eisenbahn. Bei den Fahrplänen haben Sie sich verraten. Da zeigt Gott den Pferdefuß. Eine üble Nachrede über die Pferde.
All diese Hermannsschlachten, all diese lyrischen Monde, für mich und vielleicht noch für ein paar andere erfunden. Sonst braucht man sie nicht. Die haben andere Sachen. Was für Sachen? Welche Sachen? Spiele, Glückseligkeiten, Paradiese, es wird nichts verraten. Man besteht aus Knochen und irgendwelche gewissen Kapitellen sind uns gewiss, mir und vielleicht noch einigen anderen. Für uns sind die Mopedfahrer ausreichend, Schwierigkeiten für den Motor, der Teutoburger Wald und altdeutsche Limonaden. Wach auf, gefrorener Christ, der Mai steht vor der Tür, der Mai aber auch der Juli. Und verspätete Taubstumme, verfrühte Blinde, Pankreasinvaliden, Geschlechtskrüppel. Hoppla, blüh auf, keine verdächtigen Reden, kein deutbares Unterbewusstsein, das ist alles reif für Euthanasie. Und ich hoffe, niemand hat mich gehört. Eine Schlafstunde. Unverantwortlich. Aber jetzt bin ich wieder normal. Reif für das Schwert. Reif für Leutewerke an protestantischen Friedhöfen, natürlich auch an katholischen, wo es die Parität erfordert. Na bitte! Nicht so schnell vorbei, einzelne Meier! Man möchte eine Ansprache haben mitten in der Nacht. Kommt es jetzt noch auf 10 Minuten an? Zerzaust, in der Tat. Ziemlich zerzaust. Das kann nicht allein der Mond gewesen sein. 40 Kilometer? Und in diesen Schuhen sind ja auch hin. Da müssen Sie gleich nach Büroschluss gestartet sein. Und immer die Frankfurter Straße. Das sind 2 Kilometer. 10-mal hin, 10-mal her. Richtig, macht 40. War's schön? Man trifft immer die gleichen Bäume und einmal ist der Polarstern links und einmal rechts. Das haben unsere Straßen an sich. Man wundert sich überhaupt, dass es Querstraßen gibt. Wer mag das erfunden haben? Eine gedachte Linie durch die beiden hinteren Sterne. Und die Entfernung 5-mal. Dann haben Sie immer die Richtung. Leute sind alle so negativ. Eine Luftfeuchtigkeit, um an der Weltordnung zu zweifeln. Vorhin war ich halb eingenickt. Ich habe Sachen gesagt, die ich sonst nie sage. Oder ein Anruf. Jemand beleidigt mich, sonst ein ausgesprochener Verbeugungstyp. Ich vermute, heute sind selbst die Steinpilze giftig. Warum sind Sie eigentlich nicht in meinem Pilzverein? Einzelgänger wie? 40-Kilometer-Gänger? Ja, das schont die Nerven. Bei uns können Sie auch marschieren. Parasole zum Beispiel wachsen weit auseinander. Manche suchen sie vom Auto aus. Ja, die Welt ist im Ganzen unglaubwürdig und im Einzelnen auch. Aber wo bleibt das Positive, Genosse, Bruder in Christo? Wo bleibt's? Das Nichts ist eine Bakterie. Und was den Tod betrifft, oh, der ist dir vielleicht vital. Gut, dass Sie das alles nicht verstehen, Fräulein Meier. Das ist die Geisterstunde. Sind Sie nicht auch einer? Mindestens bilokal. 24 von der Art, das geht nicht, da nimmt man den Strick. Ach so. Und alles unter dem gleichen Dach. Ich sage ja, ich muss weg hier. Ich will ein Leben führen, reif, erfüllt und daseinsfreudig. Teufelszwirn, Kletten, Wolfsmilch, das ist alles so unmykologisch, ohne Interesse für mich. Man muss sich halten, Fräulein Meier, nicht so schwächlich, Elise. Emilie, aber mit E, das wusste ich. Wenn schon keine Pilze, dann lernen Sie wenigstens Latein. Was? Sogar Euripides? Und dann 40 Kilometer? Das ist kein Verhältnis. Es fehlt Ihnen an Harmonie, Fräulein Meier. Das innere Gleichgewicht. Dann, gerade dann. Ich habe Fantasie. Und der tägliche Anschauungsunterricht. Bin nie gebissen worden. Es gibt ja keine Schlangen. Sie? Aber Elise, das hätten Sie doch gemeldet. Ach so. Symbolisch ist mir verdächtig, und was soll's? Den Schlüssel ganz unsymbolisch natürlich, den kriegen Sie, voilà. Müde? Gute Nacht, Fräulein Meier. Und halten Sie sich an den Polarstern, da haben Sie eine gute Richtung. So schnell kann ich nicht schalten. Mein Gehirn gähnt, reibt sich die Augen. 0:59 Uhr auf meiner Hausmeisteruhr. Verdammt früh für Ihre Nachrichten. Wie war das bitte?
Aber Frau Kallmorgen, wäre da nicht Mittwoch besser? Warum schlafen Sie nicht? Natürlich auch nachts. Immer. Höchstens, wenn man aus dem Schlaf gerissen wird und es einem nicht gleich einfällt. Aber sonst auch mittwochs und alle zweiten Feiertage. Dann weiß ich wieder, Christus ist für uns gestorben und das ewige Leben ist uns gewiss. Das hebt alles Entsetzen auf. Ich freue mich meines Daseins, unbeirrbar. Auch durch die Inquisition sind Menschen heiter und weise geworden. Wenn Sie wollen, können Sie es so ausdrücken. Ja, ich bin Christ, ich habe ein dickes Fell. Reden Sie nicht das Glück aus der Welt, Sie leiden mir ja die Loge voll. Die Zahl ist übertrieben, bedauerlich, aber meine Daseinsfreude wird davon nicht berührt. Und schließlich haben die anderen ja auch was auf dem Kerbholz. Und wie sich die Juden nach dem Krieg benommen haben, das können Sie im Stern nachlesen, österreichische Ausgabe. Und die Abfindung, ist das nichts? Die Empörung über diese Ausplünderung ist doch allgemein. Was hätte er auch sagen sollen, war ja alles zwecklos. Gott selber hat auch nichts gesagt. Da ist der Tempelvorhang in Stücke, ganz recht. Doch, wenn er will, kann er ein Zeichen geben. Er wollte nicht. Wir haben darüber nicht zu rechten. Vielleicht ist doch irgendwo eine Gardine zerrissen und man hat es nicht erfahren. Er macht es schon richtig. Verlassen Sie sich drauf. Mückenstiche, meine Liebe. Argumente jucken erst, wenn man sich kratzt. Ich halte es ohne aus. Sagen Sie es ihm. Meinetwegen. Und ich habe das entscheidende Wort schon gebraucht. Unbeirrbar. Ich finde auch was anderes für meine freien Tage. In dieser Richtung kommen Sie weiter, Madame. Na wahr. Richtig, die Druckkosten haben Sie versprochen. Kursiv und Fraktur, erinnern Sie sich? Die Gesundheit und die Erinnerung. Ja, das hat Paul Linke schon so hinreißend gesungen. Wenn auch die Jahre enteilen. Ach ja, versäumte Leuchtkäfer überall. Sie können sich's ja überlegen. Rufen Sie einfach wieder an, um 4 oder 7. Wenn ich wach bin, denke ich an eine gelungene Heirat. Geradeaus, Frau Kallmorgen. Wie viel haben Sie? Für mich oder überhaupt? Ich dachte mir, dass Sie Unterschiede machen. Na, guten Nacht denn. Wie viel? Zu wenig, Frau Kallmorgen. Zu wenig. Tochter eines Gemüsegrossisten. Ein Kind ohne eigene Schuld, aber herzig. Vielleicht war es doch der falsche Moment. Auf die unrasierte halbe Stunde vorm Frühstück hätte ich warten sollen. Ein neues Datum, das erste Aufstoßen. Da stimmt eine hellblaue Ölfarbe freudig. Und bezahlte Druckkosten halten vor bis 9:30. Stattdessen abstrakte Fotos und vergilbt. 4 erwachsene Kinder um eine Frohnatur gruppiert. Meine Sätze ziehen die Armut an. Wo sind die Millionärstöchter? 19-jährig und proportioniert. Man startet eine unterschwellige Verführung und bekommt Antworten auf eine demoskopische Umfrage. Und Großhandel. Wie groß? Wie oft ist der Schwiegervater auf den Tomaten sitzen geblieben? Wie viel Wagenladung Spinat hat er auf die Abfallhalde gefahren? Von den erbberechtigten Geschwistern zu schweigen. Da teilt sich jeder Wirsingkopf in Thomas, Ute, Emilie und Ingeborg, während wiederum Annemarie. Wer war Annemarie? Sucht ein Liebespapilein. Ach ja, herzig. Und alles ohne Schuld. Alles mit schleifendem Haar und mit verdächtiger Unterwäsche. Kinder sind entnervend. Ganz erträglich, wenn sie erwachsen sind und keine Erbschaft erwarten. Stattdessen immerfort Lyrik. Haus in Hanglage. Ponyzucht, Champignonkultur und kleine Marmeladenindustrie, nicht anstrengend. Ich mag's nicht, dass man Geld hat und hungrig ist. Ich hasse schwärmerische Augen und auf 16 Zimmer sind 4 Klosetts zu wenig. In ein Swimmingpool gehört Wasser. Ein Flügel muss gestimmt sein, sonst hat man eben die Sachen nicht. Zur Ehe braucht man gesunde Anschauungen. Wo keine Kanalisation ist, bleibt man besser draußen. Ich kenne die Welt. Nachher ist doch alles einbeinig oder mongoloid. Die Überraschungen können nicht früh genug kommen. Bar, Bibliothek, 3 Hausangestellte und die Hypotheken. Ein riesiger Park, aber jede Krähe, die einmal drüber fliegt, muss Zinsen bringen. Champagnerluft, die man nur mit Prünellengeist erträgt. Heilquellen, 3 Felderwirtschaft, Pelztierfarmen, die ewigen Metzgereien auf dem Lande mit Gastwirtschaft verbunden. Ausblicke für Diplomkaufleute und Agrarjournalisten. Wer weiße Mäuse züchtet, sagt es nicht. Das ist die Misere.
Die Welt ist nicht vollkommen. Ketzereien also das Ergebnis. Wer wandelt mit mir auf Höhen? Wer will alles Schöne der Welt mit mir teilen? Auf Defekt der Schreibmaschine geschrieben wird die Melancholie zu der Unverschämtheit, die sie ohnehin schon ist. Bei Heiratsanzeigen kann man sich schlecht auf die Kastanienblüte berufen. Und dann die ausgewogene Büroschrift von Frau Kallmorgen. Musste sie mir das antun? So sieht es also mit unserer Liebe aus. Sie antwortet auf chiffrierte Anzeigen. Geistige Interessen, die kenne ich. Natur und Musik, die Zusammenstellung ist alt. Und alles in Spinnenzügen, rauf, runter, rauf, Pünktchen drauf. Gut erlernt und ohne Vitalität. Altweibersommer, Altpapier, alles reif für den Korb. Der Brief und die Dame, das raschelt noch ein bisschen. Und dann ist Frau Kallmorgen eine Vergangenheit. Keine Spur mehr von morgen. Die Druckkosten, dass ich nicht lache, und die Ersparnisse für mich gevierteilt. Diese Art von Hochmut ist jetzt vorbei, meine Liebe. Ich habe sie zwischen Daumen und Zeigefinger und reibe sie zu Pilzpulver, Niespulver und Schnupftabak. Frau Kallmorgen antwortet auf Kurzanzeigen und noch dazu auf meine. Uhr. Die Interessenten für die letzten Schlüssel. War's schön. Guten Morgen, guten Morgen. Ich glaube, da muss ich nachhelfen. Ja, auf allen Vieren geht auch viel besser. Sie bluten ja am Kopf, Herr Laurenz. Hingefallen. Könnt ihr einen Umschlag machen? Ich will mich nicht aufdrängen. Ich bin in erster Hilfe komplett ausgebildet. Ich möchte sagen, auch in der letzten. Na denn nicht. Sie sind ein freier Mensch. Wie ist es denn passiert? Schade um die Bettwäsche. Ein Schwindelanfall, aha. Und dann gegen die Mauer. Schlimm. Nicht frei? Wie meinen Sie das? Sie können in einen Verband bluten oder aufs Kopfkissen, auch Alternative genannt. Ein Strick um den Hals? Ich sehe nichts. Und Siegellack in den Ohren? Immer dieses Bildliche. Ich bin nicht dafür. Tapferkeit, meine Damen und Herren. Man muss Ja zum Schicksal sagen. Das ist entscheidend. Hören Sie, mit der Faust drohen? Was sind das für Manieren? Was meinen Sie dazu, Frau Rumford? Sagen Sie doch, er hätte die hellblaue Ölfarbe gemeint. Ja, ich weiß schon, in diesem nihilistischen Jargon, das ganze Leben ein Wandanstrich. Die Faust heben. Das könnte euch einfallen. Wir warten, man bittet zu läuten. Hörspiel von Günther. Dialekte, Mundarten, Handarten, Augenarten, Schattierungen, Lichtierungen, bin sprachbegabt. Könnte jederzeit taubstumm werden, das ist es ja. Außerdem lesen Sie es mir vom Mund ab. Wenn Sie mich nicht verstehen sollen, spreche ich Französisch. Das beherrsche ich von den Nasalen bis zur Stenografie und Handelskorrespondenz. Oui, madame. Kurzum, wir lassen die Klammer weg und okkupieren das Telefon für die Pilzfreunde. Die paar Anrufe, mein Gott, und kein Vereinsvermögen. Die Druckkosten sind auch ein Problem, ähnlich wie die Knollenblätter. Aufklärung oder Antitoxine? Alles Fragen für Angstträume und Donnerstagsgespräche. Wer war Shakespeare? Geld, Bank und Börsenwesen. Alles zentrifugal. Nur die Religion steht fest. Frau Kallmorgen, Sie haben einen unfreundlichen Abend. Ich habe nicht die Druckkosten in meinem Glauben untergebracht. Andererseits gehören selbst Briefumschläge in die Heilsbotschaft. Christus ist total. Da gibt es keine Verstecke hinter harmlosen Einkäufen in Bäckereien. Und keine hinter Pilzausstellungen, gewiss nicht. Und selbst die Heiligen müssen es sich gefallen lassen, dass sie erlöst werden. Könnte noch höher. Je mehr man redet, desto mehr fällt einem ein. Schweigen ist Dummheit. Oder Atheismus. Die Taubstummen sprechen gegen Gott. Deswegen sind sie taubstumm.
Erde, Europa, Rennweg, Petersilienstraße. Na gut. Mein freier Tag ist Mittwoch, das wissen Sie ja. Aber Sie widersprechen immer. Ob es da erbaulich wäre, sich zu treffen? Auf ein Kaffee mit Wermut? Eine Bittermandeltorte? Ja, begonnen mit steigender Temperatur, fortgeführt mit Telefonaten. Es ist noch alles möglich. Wie bitte? Aha, eine Stiftung für die Religion. Für den Verein? Für mich? Und das kommt auf dasselbe heraus, wegen der Totalität. Ja, witzig, Frau Kallmorgen, witzig. Ich wusste gar nicht. Man kennt sich eben zu wenig, müssen es dringend nachholen. Vielleicht doch Mittwoch. Für mich ist die Disharmonie das Entnervende und die Armut legt sich auf mich wie Asthma. Man möchte doch etwas aus seinem Leben machen, etwas Ausgefallenes, aber zeitgemäß. Wo ist die Zukunft des Portiers? Melancholie ist mir zuwider und manchmal bin ich nahe dran. Ein Grundstück in Florida, ein Raiffeisenkonto, das wären Möglichkeiten von Therapie. Die Druckkosten, ach so. Danke, Frau Kallmorgen, es ist auch schon etwas. Sie haben Herz, Sie sind schön. Doch, ich fliege zum Beispiel auf Augen und ich habe Sinn für Schönheit überhaupt. Ich sehe überall nur das Schöne. Ich bin ein freudiger Mensch. Allen Anwandlungen zum Trotz, optimistisch letzten Endes. Hallo? Schachtel. Unmanierliche Leute. Immer Hierarchien im Kopf. Halten mich ernstlich für den Bruder Pförtner. Ein leichtes Grunzen wäre das Äußerste. Im Eisschrank aufgewachsen. Aber wie ist es, wenn eine Sicherung ausfällt? Ich sag's ja auf Französisch. Mademoiselle Ferlamour. Versteht sie Gott sei Dank nicht. Na, du kommst noch dran, Rosi. Bei Frauen habe ich so Vorahnungen. Und immer mehrere Eisen beim Hufschmied und beim Silberschmied in jeder Windrose, erotisch und finanziell. Nur keine Schwerpunktbildung. Gott hat jemanden bestimmt, im Hubertusheim selig zu werden. Bitte sehr, aber nicht mich. Ich habe meine Fühler ausgestreckt. Heiratsanzeige. 9 Punkte. 9 Antworten. 9 Genüsse, wenn die Schlüssel vom Brett sind. 9 Lektüren, wenn die Etagenschwestern dösen. 9 ernstliche Offerten. Und die Kallmorgen denkt, sie wäre allein im Rennen, spielt sich auf. Geborene Solo-Violine. Aber eine Seite ist verstimmt und das bin ich. Consordino. Kallmorgen. Kall? Consordino. Denn mein Fühler im Feuer, mein ausgestrecktes Eisen, meine Guillotine. Mit G-U-I. Niemand ahnt, möchte ich sagen. Aber der Friseur hat ein Subjekt in den Satz gebracht, ein unangenehmes, das mal die Prädikate in Frage stellt. Nur eins ist klar. Sie wird wieder eingeführt. Eine sittliche Pflicht. Die weichen Herzen kommen nicht drumherum. Auch unsere Professoren sagen es. Naturrechtlich begründet. Humanitätsduselei ist ein treffliches Wort, das man wieder aufwerten müsste. Das Gegenteil von human ist nicht inhuman, sondern divin. Wo habe ich das gelesen? Und formuliert in der Natur, natürlich. Da gibt es keinen Erbarmen, da schwärzt, da schäumt das Blut. Und wir sind ja in diese Schöpfung hineingestellt. Höchste Zeit, dass wir sie annehmen. Jedenfalls bin ich in diesem Sektor ziemlich vorne. Viele können es nicht sein, die sich gemeldet haben. Und wenn die Sonne über der Sache aufgeht, dann liegt mein Gesuch zu oberst. Gut beleuchtet. Meine Riesendummheit ist der Friseur. Ein Kernschatten. Furchtbar. Es fiel mir nur ein, als er mir mit dem Messer an der Kehle herumfuhr. Pech mit Assoziation. Peinlich. Der hat so verdächtig gestutzt. Ich höre direkt seine innere Stimme. Mensch, da wäre ich doch ebenso gut. An der Kehle bin ich doch schon oft gewesen. Muss man die innere Stimme des Friseurs ansprechen? Vielleicht ein Naturgesetz, aber eine Blödheit. Ein Passivum, ein Minus. Die schöne Aussicht halb verregnet. Früher hat man pro Exekution 300 Mark bekommen, aber alles ist teurer geworden, auch die Beilschärfer. Sind Sie nicht auch einer? Mindestens bilokal. 24 von der Art, das geht nicht, da nimmt man den Strick. Ach so.
Und alles unter dem gleichen Dach. Ich sage ja, ich muss weg hier. Ich will ein Leben führen, reif, erfüllt und daseinsfreudig. Teufelszwirn, Kletten, Wolfsmilch, das ist alles so unmykologisch, ohne Interesse für mich. Man muss sich halten, Fräulein Meier, nicht so schwächlich, Elise. Emilie, aber mit E, das wusste ich. Wenn schon keine Pilze, dann lernen Sie wenigstens Latein. Was? Sogar Euripides? Und dann 40 Kilometer? Das ist kein Verhältnis. Es fehlt Ihnen an Harmonie, Fräulein Meier. Das innere Gleichgewicht. Dann, gerade dann. Ich habe Fantasie. Und der tägliche Anschauungsunterricht. Bin nie gebissen worden. Es gibt ja keine Schlangen. Sie? Aber Elise, das hätten Sie doch gemeldet. Ach so. Symbolisch ist mir verdächtig. Und was soll's? Den Schlüssel ganz unsymbolisch natürlich, den kriegen Sie. Voilà. Müde? Gute Nacht, Fräulein Meier. Und halten Sie sich an den Polarstern. Da haben Sie eine gute Richtung. So schnell kann ich nicht schalten. Mein Gehirn gähnt, reibt sich die Augen. 0:59 Uhr auf meiner Hausmeisteruhr. Verdammt früh für Ihre Nachrichten. Wie war das bitte? Oh, aber Frau Kallmorgen, wäre da nicht Mittwoch besser? Warum schlafen Sie nicht? Natürlich auch nachts. Immer. Höchstens, wenn man aus dem Schlaf gerissen wird und es einem nicht gleich einfällt. Aber sonst auch mittwochs und alle zweiten Feiertage. Dann weiß ich wieder, Christus ist für uns gestorben und das ewige Leben ist uns gewiss. Das hebt alles Entsetzen auf. Ich freue mich meines Daseins. Unbeirrbar. Auch durch die Inquisition sind Menschen heiter und weise geworden. Wenn Sie wollen, können Sie es so ausdrücken. Ja, ich bin Christ, ich habe ein dickes Fell. Reden Sie nicht das Glück aus der Welt. Sie leiden mir ja die Loge voll. Die Zahl ist übertrieben, bedauerlich, aber meine Daseinsfreude wird davon nicht berührt. Und schließlich haben die anderen ja auch was auf dem Kerbholz. Und wie sich die Juden nach dem Krieg benommen haben, das können Sie im Stern nachlesen, österreichische Ausgabe. Und die Abfindung, ist das nichts? Die Empörung über diese Ausplünderung ist doch allgemein. Was hätte er auch sagen sollen, war ja alles zwecklos. Gott selber hat auch nichts gesagt. Da ist der Tempelvorhang in Stücke, ganz recht. Doch, wenn er will, kann er ein Zeichen geben. Er wollte nicht. Wir haben darüber nicht zu rechten. Vielleicht ist doch irgendwo eine Gardine zerrissen und man hat es nicht erfahren. Er macht es Stilismus. Unser Verein ist aufbauend. Abgesehen davon, dass wir Schönheit ins Leben tragen, für uns ist auch die Nahrungsaufnahme ethisch begründet. Wenn Sie das Quatsch nennen, sind Sie für die Mykologie verloren. Schade bei so viel Interesse. Das meine ich doch. Immer sachlich, immer dicht am Thema. Wenn Sie Pilzextrakt gesagt hätten. Worauf? Rausch? Ich trinke Cognac auch ganz gern. Und dann gibt es eine Sorte von Birnenschnaps. Wie heißt sie doch? Lethe? Nein, nie gehört. Ein Likör? Ach so, der Name für den Pilzwein. Wollen Sie es kommerziell betreiben? Wie viel denn? Wahrscheinlich reicht das für eine kleine Fabrik. Wir können mal drüber reden. Vielleicht nicht, vielleicht doch. Man muss sorgen, dass Ihr Geld nicht verschleudert wird. Eine gesunde Risikoverteilung. Doch, immer der harte Versuch über sich selbst hinaus. Unsere Aufgabe. Einfach schon vom göttlichen Gebot her, selbst im Finanziellen. Danke für das Kompliment. Aber ich hatte mir keine Parenthese vorgestellt. Schlichte Punkte. Sind Sie enttäuscht? Ach so, kein Kompliment. Für Ironie habe ich nichts übrig. Es widerspricht dem Gebot, nicht zu lügen. Wahrscheinlich schon im Alten Testament. Nein? Sie überraschen mich. Muss ich mal nachsehen. Ich sage Ihnen doch, ich kenne Ihre Sache und Ihr Thema nicht. Als wenn es Fleisch wäre. Suppe, Gulasch, Braten, Schnitzel, Klopse, Knödel. Ich präferiere das ganz gewöhnliche Dünsten im eigenen Saft. Pilze nicht waschen, Deckel fest schließen, kleine Flamme. Ein bisschen Fett und 20 Minuten genügen. Dann Salz und zum Binden Mehl. Alles nach Geschmack. Zwiebel, Pfeffer, Petersilie, Majoran, Paprika. Es kommt natürlich auch auf die Pilze an. 2 Kilo? Aber was? Knollenblätter? Amanitin-Protoplasma-Gift? Sie sind doch eine gebildete Person. Oder handelt es sich um eine kleine Nachlassbesprechung, ein Rendezvous mit mir? Hallo?
Hallo! Wirklich, man hätte Lust, grob zu werden. Aber zu wem? »23:30 Uhr. Eine liebe Zeit. Eine herzige Zeit. Alles Zartfühlende meiner Natur drängt zu Träumereien, wenn meine Nachtfliege voll Raserei ans elektrische Licht bumst. So viel Zorn, so viel Einsatz ohne Lohn. War die Glühbirne vorgesehen bei der Erschaffung der Musca Domestica?« 21:50 Uhr. Die wäre überhaupt fällig, meine Lagebesprechung, mein Feldherrnhügel. Auch das Dasein verlangt seine Abgaben, und wenn man die Schliche nicht kennt, sieht man nichts heraus als den Todesunterhalt. 21:50 Uhr. Aber monochron. Ort bekannt. Monologisch. Wetter Nieselregen. Monophon. Temperatur gemütlich. Monosyllabisch. Zentralheizung von Becker und Söhne Öl. Ölanstrich, Bungard-Nachfolger, aufgehelltes Preußisch-Blau, Minus. Aber nicht bei mir. Notation in Sütterlin, meine rundliche, schönheitsdurstige Schrift. Doch, Bilanzen sind die reine Wollust. Hi plus, hi minus. Man kann auch sagen, männliches und weibliches Prinzip. Die Schöpfung schimmert bis in die Gewinn- und Verlustrechnung durch. Und von den Kosmogonien bis zum Schlüsselbrett ist es ein Katzensprung. 35 Schlüsseln, 2. Fehlt Zimmer 7 und Zimmer 23, immer dieselben. Eine einzelne Meier und Ehepaar Rumpfort. Die Punktwertung macht mir Sorgen. Die Meier mit AI, eine Art von trüber Erinnerung, ein Kinderwintermantel, ein Gesicht immer unterm Nullpunkt. Minus 5. Minus 6. Minus 7. Die perforiert jeden Saldo. Und das Ehepaar. Rumpfort. Taubstumme Bohème. Vorgeschrittener Suff. Rumpfort. Vielleicht degenerierter Adel. Eine Suppe ist nach denen benannt. Pfui Teufel. Fettaugen, Glubschaugen, Triefaugen. Zusammen 130 Jahre alt. Alte Leute. Und dann noch Krüppel. Und dann noch Saufen. Und dann noch Suppen erfinden. Alles Minus. Unappetitliches aus 35 Zimmern. Aus 34. Eine Ausnahme. Ein rosiges Aktivum. Zimmer 9. Rosi. Wäre beim Stummfilm was geworden. Für Tonband ist sie nicht programmiert. Ein leichtes Grunzen wäre das Äußerste. Im Eisschrank aufgewachsen. Aber wie ist es, wenn eine Sicherung ausfällt? Ich sag's ja auf Französisch. Mademoiselle Fairlamour. Versteht sie Gott sei Dank nicht. Na, du kommst noch dran, Rosi. Bei Frauen habe ich so Vorahnungen. Und immer mehrere Eisen beim Hufschmied und beim Silberschmied in jeder Windrose, erotisch und finanziell. Nur keine Schwerpunktbildung. Gott hat jemanden bestimmt, im Hubertusheim selig zu werden. Bitte sehr, aber nicht mich. Ich habe meine Fühler ausgestreckt. Heiratsanzeige. 9. Punkte. Neue gesunde Anschauung. Wo keine Kanalisation ist, bleibt man besser draußen. Ich kenne die Welt. Nachher ist doch alles einbeinig oder mongoloid. Die Überraschungen können nicht früh genug kommen. Bar, Bibliothek, 3 Hausangestellte und die Hypotheken. Ein riesiger Park, aber jede Krähe, die einmal drüber fliegt, muss Zinsen bringen. Champagnerluft, die man nur mit Prünellengeist erträgt. Heilquellen, 3 Felderwirtschaft, Pelztierfarmen, die ewigen Metzgereien auf dem Lande mit Gastwirtschaft verbunden. Ausblicke für Diplomkaufleute und Agrarjournalisten. Wer weiße Mäuse züchtet, sagt es nicht. Das ist die Misere. Die Welt ist nicht vollkommen. Ketzereien also das Ergebnis. Wer wandelt mit mir auf Höhen? Wer will alles Schöne der Welt mit mir teilen? Auf Defekt der Schreibmaschine geschrieben wird die Melancholie zu der Unverschämtheit, die sie ohnehin schon ist. Bei Heiratsanzeigen kann man sich schlecht auf die Kastanienblüte berufen. Und dann die ausgewogene Büroschrift von Frau Kallmorgen. Musste sie mir das antun? So sieht es also mit unserer Liebe aus.
Sie antwortet auf chiffrierte Anzeigen. Geistige Interessen, die kenne ich. Natur und Musik, die Zusammenstellung ist alt. Und alles in Spinnenzügen, rauf, runter, rauf, Pünktchen drauf. Gut erlernt und ohne Vitalität. Altweibersommer, Altpapier, alles reif für den Korb. Der Brief und die Dame, das raschelt noch ein bisschen. Und dann ist Frau Kallmorgen eine Vergangenheit. Keine Spur mehr von morgen. Die Druckkosten, dass ich nicht lache, und die Ersparnisse für mich gevierteilt. Diese Art von Hochmut ist jetzt vorbei, meine Liebe. Ich habe sie zwischen Daumen und Zeigefinger und reibe sie zu Pilzpulver, Niespulver und Schnupftabak. Frau Kallmorgen antwortet auf Kurzanzeigen und noch dazu auf meine. Uhr. Die Interessenten für die letzten Schlüssel. War's schön. Guten Morgen, guten Morgen. Ich glaube, da muss ich nachhelfen. Ja, auf allen Vieren geht auch viel besser. Sie bluten ja am Kopf, Herr Laurenz. Hingefallen. Könnt ihr einen Umschlag machen? Ich will mich nicht aufdrängen. Ich bin in erster Hilfe komplett ausgebildet. Ich möchte sagen, auch in der letzten. Na denn nicht. Sie sind ein freier Mensch. Wie ist es denn passiert? Schade um die Bettwäsche. Ein Schwindelanfall, aha. Und dann gegen die Mauer. Schlimm. Wäre beim Stummfilm was geworden. Für Tonband ist sie nicht programmiert. Oder? Ein leichtes Grunzen wäre das Äußerste. Im Eisschrank aufgewachsen. Aber wie ist es, wenn eine Sicherung ausfällt? Ich sag's ja auf Französisch. Mademoiselle Ferlamour. Versteht sie Gott sei Dank nicht. Na, du kommst noch dran, Rosi. Bei Frauen habe ich so Vorahnungen. Und immer mehrere Eisen beim Hufschmied und beim Silberschmied. In jeder Windrose, erotisch und finanziell. Nur keine Schwerpunktbildung. Gott hat jemanden bestimmt, im Hubertusheim selig zu werden. Bitte sehr, aber nicht mich. Ich habe meine Fühler ausgestreckt. Heiratsanzeige. 9 Punkte. 9 Antworten. 9 Genüsse, wenn die Schlüssel vom Brett sind. 9 Lektüren, wenn die Etagenschwestern dösen. 9 ernstliche Offerten. Und die Kallmorgen denkt, sie wäre allein im Rennen, spielt sich auf. Geborene Solo-Violine. Aber eine Seite ist verstimmt und das bin ich. Consordino. Kallmorgen. Kall Consordino. Denn mein Fühler im Feuer, mein ausgestrecktes Eisen, meine Guillotine. Mit G-U-I. Niemand ahnt, möchte ich sagen. Aber der Friseur hat ein Subjekt in den Satz gebracht, ein unangenehmes, das mal die Prädikate in Frage stellt. Nur eins ist klar. Sie wird wieder eingeführt. Eine sittliche Pflicht. Die weichen Herzen kommen nicht drumherum. Auch unsere Professoren sagen es. Naturrechtlich begründet. Humanitätsduselei ist ein treffliches Wort, das man wieder aufwerten müsste. Das Gegenteil von human ist nicht inhuman, sondern divin. Wo habe ich das gelesen? Und formuliert in der Natur. Natürlich. Da gibt es keinen Erbarmen, da schwärzt, da schäumt das Blut. Und wir sind ja in diese Schöpfung hineingestellt. Höchste Zeit, dass wir sie annehmen. Jedenfalls bin ich in diesem Sektor ziemlich vorne. Viele können es nicht sein, die sich gemeldet haben. Und wenn die Sonne über der Sache aufgeht, dann liegt mein Gesuch zu oberst. Gut beleuchtet. Meine Riesendummheit ist der Friseur. Ein Kernschatten. Furchtbar. Es fiel mir nur ein, als er mir mit dem Messer an der Kehle herumfuhr. Pech mit Assoziation. Peinlich. Der hat so verdächtig gestutzt. Ich höre direkt seine innere Stimme. Mensch, da wäre ich doch ebenso gut. An der Kehle bin ich doch schon oft gewesen. Muss man die innere Stimme des Friseurs ansprechen? Vielleicht ein Naturgesetz, aber eine Blödheit. Ein Passivum, ein Minus. Die schöne Aussicht halb verregnet. Früher? Hat begonnen hat und das Jahr 365 Tage und dass es Schaltjahre gibt. Keiner hebt Einwände. Alle schauen freundlich und angestrengt an mir vorbei.
Ich bin einer von denen, die nur Augenblicke abkriegen. Sie wissen's, aber ich weiß es nicht. Wenn ich ins Zimmer komme, schweigen sie. Sie lassen mir die Fliegen und die Externsteine gedeutet und ungedeutet. Ihnen ist es nicht wichtig. Sie haben noch etwas zwischen 24 und 0 und wollen mir einreden, es sei eine Spitzfindigkeit der Eisenbahn. Bei den Fahrplänen haben sie sich verraten. Da zeigt Gott den Pferdefuß. Eine üble Nachrede über die Pferde. All diese Hermannsschlachten, all diese lyrischen Monde, für mich und vielleicht noch für ein paar andere erfunden. Sonst braucht man sie nicht. Die haben andere Sachen. Was für Sachen? Welche Sachen? Spiele, Glückseligkeiten, Paradiese, es wird nichts verraten. Man besteht aus Knochen und irgendwelche gewissen Kapitänen sind uns gewiss, mir und vielleicht noch einigen anderen. Für uns sind die Mopedfahrer ausreichend, Schwierigkeiten für den Motor, der Teutoburger Wald und altdeutsche Limonaden. Wach auf, gefrorener Christ, der Mai steht vor der Tür, der Mai, aber auch der Juli. Und verspätete Taubstumme, verfrühte Blinde, Pankreasinvaliden, Geschlechtskrüppel. Hoppla, blüh auf, keine verdächtigen Reden, kein deutbares Unterbewusstsein, das ist alles reif für Euthanasie. Und ich hoffe, niemand hat mich gehört. Eine Schlafstunde. Unverantwortlich. Aber jetzt bin ich wieder normal. Reif für das Schwert. Reif für Leutewerke an protestantischen Friedhöfen, natürlich auch an katholischen, wo es die Parität erfordert. Na bitte! Nicht so schnell vorbei, einzelne Meier! Man möchte eine Ansprache haben mitten in der Nacht. Kommt es jetzt noch auf 10 Minuten an? Zerzaust, in der Tat. Ziemlich zerzaust. Das kann nicht allein der Mond gewesen sein. 40 Kilometer? Und in diesen Schuhen sind ja auch hin. Da müssen Sie gleich nach Büroschluss gestartet sein. Und immer die Frankfurter Straße. Das sind 2 Kilometer. 10-mal hin, 10-mal her. Richtig, macht 40. War's schön? Man trifft immer die gleichen Bäume und einmal ist der Polarstern links und einmal rechts. Das haben unsere Straßen an sich. Man wundert sich überhaupt, dass es Querstraßen gibt. Wer mag das erfunden haben? Eine gedachte Linie durch die beiden hinteren Sterne. Und die Entfernung 5-mal. Dann haben Sie immer die Richtung. Leute sind alle so negativ. Eine Luftfeuchtigkeit um an der Welt. Nie gehört. Ein Likör? Ach so, der Name für den Pilzwein. Wollen Sie es kommerziell betreiben? Wie viel denn? Wahrscheinlich reicht das für eine kleine Fabrik. Wir können mal drüber reden. Vielleicht nicht, vielleicht doch. Man muss sorgen, dass ihr Geld nicht verschleudert wird. Eine gesunde Risikoverteilung. Doch, immer der harte Versuch über sich selbst hinaus. Unsere Aufgabe. Einfach schon vom göttlichen Gebot her, selbst im Finanziellen. Danke für das Kompliment. Aber ich hatte mir keine Parenthese vorgestellt. Schlichte Punkte. Sind Sie enttäuscht? Ach so, kein Kompliment. Für Ironie habe ich nichts übrig. Es widerspricht dem Gebot, nicht zu lügen. Wahrscheinlich schon im Alten Testament. Nein? Sie überraschen mich. Muss ich mal nachsehen. Ich sage Ihnen doch, ich kenne Ihre Sache und Ihr Thema nicht. Als wenn es Fleisch wäre. Suppe, Gulasch, Braten, Schnitzel, Klopse, Knödel. Ich präferiere das ganz gewöhnliche Dünsten im eigenen Saft. Pilze nicht waschen, Deckel fest schließen, kleine Flamme. Ein bisschen Fett und 20 Minuten genügen. Dann Salz und zum Binden Mehl. Alles nach Geschmack. Zwiebel, Pfeffer, Petersilie, Majoran, Paprika. Es kommt natürlich auch auf die Pilze an. 2 Kilo? Aber was? Knollenblätter? Amanitin-Protoplasma-Gift? Sie sind doch eine gebildete Person. Oder handelt es sich um eine kleine Nachlassbesprechung, ein Rendezvous mit mir? Hallo? Hallo! Wirklich, man hätte Lust, grob zu werden. Aber zu wem? Uhr. Eine liebe Zeit. Eine herzige Zeit. Alles Zartfühlende meiner Natur drängt zu Träumereien.
wenn meine Nachtfliege voll Raserei ans elektrische Licht bumst. So viel Zorn, so viel Einsatz ohne Lohn. War die Glühbirne vorgesehen bei der Erschaffung der Musca Domestica? Wie immer ist die Genesis unergiebig. Und wie immer darf man es anthropologisch nehmen. Der wütende Aufprall dient der Einleitung von Portiers Träumen. Speziell solcher Portiers, die Pilzkenner sind, aber von der Iconographia Mycologica nur den Band 11 besitzen. In Mailand 1927 bis 32 erschienen. Oh, meine Stubenfliege, du kennst dich aus. 27 Bände lateinischer Text, eine Enzyklopädie, die weiter wuchert. Die Michele spannend. Was sind das für Attribute? Schließlich ist alles so entstanden. Aus den Michelen? Ich dachte, vom Bovist bis zu Homer. Quer durch. Ein einziges Wunder. Oh, ihr seid alle so zart fühlen. Na. Ich nicht. Doch, es gibt Augenblicke. Ich glaube, wir spielen einfach weiter. Wir wollen es Frühlingsfest nennen, lieber Fritjof. So haben wir es immer gehalten. Wenn es auch im Grunde eine Art Fasching ist. Meinetwegen ein geografisches Adjektiv davor. Siamesisch, venezianisch, patagonisch. Originell, aber keine Experimente. Es muss sich harmlos anhören. Auch kleine Töchter haben Zutritt. Das Mikel unter der Oberfläche wird schon gedeihen. Der Eintritt frei ist falsch. Man muss das Glücksgefühl heben, etwas Unbezahlbares für 3,90 € zu bekommen. Ich zweifle nicht, dass Sie eine Hirschtrüffel von einem Pantherpilz unterscheiden können und dass Ihnen der fuchsrote Trichterling ein Begriff ist. Aber Organisation lernt man nicht aus aquarellierten Pilztafeln und wenn Sie noch so naturgetreu sind. Vertrauen Sie mir, lieber Fritjof. Ich stehe seit 10 Jahren in der populären Pilzbewegung. Ich weiß, wie man ein Vereinsfest aufzieht. Also. Natürlich, wir sind ja demokratisch. Sie können sich entschuldigen, wie Sie wollen. Aber die Dekoration müssen wir sparen. In allen Sälen bleibt etwas vom Vorgänger übrig. Und wer kann schon Tahiti von Granada unterscheiden? Beides ist gleich trostlos. Die Stimmung macht's. Und die kriegen wir hin. Erinnern Sie sich, wie Reizenstein den Zahnstocher aß? Ah, richtig, das war vor Ihrer Zeit. Reizenstein ist ja tot. Lächerlich, an sowas zu sterben. Würdelos, ja. Also ist alles nebeneinander, im Dasein wie in der Frühlorche. Das Gift und der Wohlgeschmack. Hallo? Sind Sie noch da? Sie antworten ja nichts. Ich sagte, wie in der Frühlorche. Haben Sie mitgekriegt? Na gut. Die Einladung, nichts zu ändern. Wir erwarten Sie und so weiter in froher Zuversicht und so weiter zum Traditionellen und so weiter und so weiter. Im Ordner Veranstaltungen finden Sie ein Exemplar. Dort können Sie auch gleich die Gedichte nachsehen. Lieber Fritjof, ich bin auch nicht poetisch, aber ein Gedicht muss hin, wo alles vorkommt. 63 Mitglieder. Ich habe die Poesie zu tief innen und die schlagenden Reime fallen mir nicht ein. Aber ich will Ihnen mit Tatsachen gern zur Hand gehen. Völlige Freiheit natürlich. Jeder muss am empfindlichen Punkt getroffen werden und darf keine Miene verziehen. Das stärkt den Charakter und die Fröhlichkeit. Denken Sie an die vorjährigen Höhepunkte unserer vereinsinternen Geselligkeit. Der Strom, das Galgenholz, also sagen wir 500, vielleicht 1000 und das bloß nebenbei. Und 5 könnten es doch sein im Jahr. Wenn die Zeiten unruhiger werden, kommen noch die politischen dazu. Grob gerechnet könnte man für die Guillotine 6 Pluspunkte rechnen, für die Annonce 9, macht 15. Pförtnerei 1 Punkt, Kallmorgen 1 Punkt, macht 17, Rosi 18, die Pilzfreunde 19. An Minuspunkten rechne ich für den Friseur 5, Rumpfort 6, Meier 7, dann kann ich sogar für die Kallmorgen und für mich selber je einen Minus nehmen, macht 9, 19 weniger 9 macht 10, immer noch 10 Pluspunkte. An manchen Abenden habe ich 20 gehabt, aber schließlich ist heute Freitag. Hoppla, Lorenz habe ich vergessen. Frau Lau, 7. im internationalen Stenotypistenwettbewerb, Renz. Die 33 Schlüssel täuschen, hinter dem Schlüssel doch 17 wartet Frau Lau, Renz. Gregor macht es richtig, jedes Mal in einer anderen Kneipe. Schadhaft, aber listenreich.
ein Odysseus, der nicht heimkommt. Bier und Korn, mir läuft auch alles 50%ig im Mund zusammen. Wo ist der Magenbitter von der Weihnachtsfeier? Also gut, Laurenz, ein Punkt weniger macht 9. Das ist für einen miesen Abend immer noch genug. Sagt nichts? Gelbe Armbinde? Ja, vielleicht sind wir zuständig. Oder lassen Sie ihn doch knurren nach so einer Zeche. Das wird irgendwie und wann bezahlt. Keine Sorge, wenn er aus unserem Heim ist. Sankt Hubertus, eine gemeinnützige Stiftung, ursprünglich für Jagdunfälle. Also so. Als ob er bellen wollte? Ja, etwas Vierfüßiges in der Stimme. Ja, einer heißt zum Beispiel Laurenz. Ganz in Ordnung, aber heute ist Freitag. Ich gebe Penelope Bescheid. Sie strickt, wenn sie wartet, aber das ist auch alles. Ihre Muster sind nicht verlockend, die Freier bleiben aus. Sie bekommt ein Bulletin und holt ihn. Kann er noch gehen? Goethe-Klausel, ja, weiß ich, in der Uhlandstraße. Der Wirt hat vielleicht was gegen Uhland. Goethe hat 30 Bände geschrieben, Uhland plus einen. Wir hatten das alles zu Hause. Gut, ich schicke noch einen kräftigen Mann mit. Doch, haben wir eine Auswahl von schluchzenden Möbelpackern. Ja, wieso hat er eigentlich nicht bezahlt? Ja, nicht meine Sache. Sie verdient ja auch, ist beim Rundfunk. Ein Ehepaar, was dachten Sie? Kuppelei gibt es bei uns nicht. Besuche nur bis 21.30 Uhr. Darauf wird geachtet. Und alles stumm. Und wenn Sie lachen, hören Sie es nicht. Furchtbar. Das heißt, aber alle Zentrifugalkraft ist an mir verloren. Ich bin durchschnittlich im positiven, im staatsbürgerlichen Sinn. Der Rest ist Unterholz. Das steht vor Sonnenuntergängen und will Millionen umarmen. Fades Gelichter, Triefaugen, schwerhörig und anstaltsreif, legen die Stirn auf die Tasten und signieren Scardarelli. Ein Glück, dass es sie erst gibt, wenn sie tot sind. Die würden das ganze Dessert verderben. Wir brauchen Persönlichkeiten, die auf Partys möglich sind. Dabei habe ich für alles Verständnis. Bin ja selber ein Träumer. Zum Beispiel war ich eben am Amazonas. Oder in einem Antiquariat, wo 26 Bände der Iconographia Mycologica für ein Spottgeld angeboten werden, weil Band 11 fehlt. Genau der, den ich schon habe. Ein Träumer, der Prototyp eines Träumers. Oh, breiter, gelbflüssiger Amazonas. Die Fliege haut immer noch gegen das Glas. Oh, Amazonas. Vielleicht blauflüssig oder grünflüssig. Man erfährt es aus den Quellen nicht. Gut gesagt, aus den Quellen. Mancher trägt Scheue. Das hätte mir Hölderlin nicht zugetraut. Aber der wäre auch hier, bestenfalls pubertär. Der käme schon mit den Schlüsseln nicht zurecht. Abgeholte Schlüssel am Brett, hängengebliebene. Meditationsmöglichkeiten. Jetzt hängt auch der Laurenz. Statt weniger werden es mehr. Und die Fliege bumst. Und aufs Klosett müsste ich auch dringend. Fragen gehören zum Stuhlgang, gehören in die Kanalisation gespült. Auch für Sie keine Ausnahme, Rosi. Obwohl Sie eine neue Mütze haben und überhaupt schick sind. La plus jolie de la rive gauche et de la rive droite et de toutes les rives. Quel dommage que vous ne comprenez pas. Wenn ich Ihren Schlüssel nicht am Haken habe, sind Sie in Ihrem Zimmer. Wenn Sie dennoch von der Straße hereinkommen, sind Sie eine Erscheinung. Nein, fühlt sich nicht so an. Gespenster, das wäre wie durch Musselin und Taft. Das ist Kunstfaser, wie? Außen, meine ich doch. Wieso blitzen Ihre Zähne? Ja, wie die Mütze. Aber ich glaube es nicht. Wer den Schlüssel mitnimmt, wird unglaubwürdig. Es ist übrigens gegen die Hausordnung. Sie sind die Königin der Ausnahmen, sicher, sicher. Mir gefällt am besten die, dass Sie noch nicht in Ihrem langweiligen Bett liegen. Nicht langweilig? Verstehe ich Sie recht? Warum spreche ich dann Französisch zu Ihnen? Haben Sie... Ort bekannt. Monologisch. Wetter Nieselregen. Monophon.
Temperatur gemütlich. Monosyllabisch. Zentralheizung von Becker und Söhne Öl. Ölanstrich, Bungard-Nachfolger, aufgehelltes preußisch-blau, minus. Aber nicht bei mir. Notation in Sütterlin, meine rundliche, schönheitsdurstige Schrift. Doch, Bilanzen sind die reine Wollust. Hi plus, hi minus. Man kann auch sagen, männliches und weibliches Prinzip. Die Schöpfung schimmert bis in die Gewinn- und Verlustrechnung durch. Und von den Kosmogonien bis zum Schlüsselbrett ist es ein Katzensprung. 35 Schlüsseln, 2. Fehlt Zimmer 7 und Zimmer 23, immer dieselben. Eine einzelne Meier und Ehepaar Rumpfort. Die Punktwertung macht mir Sorgen. Die Meier mit AI, eine Art von trüber Erinnerung, ein Kinderwintermantel, ein Gesicht immer unterm Nullpunkt. Minus 5. Minus 6. Minus 7. Die perforiert jeden Saldo. Und das Ehepaar. Rumpfort. Taubstumme Bohème. Vorgeschrittener Suff. Rumpfort. Vielleicht degenerierter Adel. Eine Suppe ist nach denen benannt. Pfui Teufel. Fettaugen, Glubschaugen, Triefaugen. Zusammen 130 Jahre alt. Alte Leute. Und dann noch Krüppel. Und dann noch Saufen. Und dann noch Suppen erfinden. Alles minus. Unappetitliches aus 35 Zimmern. Aus 34. Eine Ausnahme. Ein rosiges Aktivum. Zimmer 9. Rosi. Wäre beim Stummfilm was geworden. Für Tonband ist sie nicht programmiert. Oder? Ein leichtes Grunzen wäre das Äußerste. Im Eisschrank aufgewachsen. Aber wie ist es, wenn eine Sicherung ausfällt? Ich sag's ja auf Französisch. Mademoiselle Ferlamour. Versteht sie Gott sei Dank nicht. Na, du kommst noch dran, Rosi. Bei Frauen habe ich so Vorahnungen. Und immer mehrere Eisen beim Hufschmied und beim Silberschmied. In jeder Windrose, erotisch und finanziell. Nur keine Schwerpunktbildung. Gott hat jemanden bestimmt, im Hubertusheim selig zu werden. Bitte sehr, aber nicht mich. Ich habe meine Fühler ausgestreckt. Heiratsanzeige. 9. Punkte, 9 Antworten, 9 Genüsse, wenn die Schlüssel vom Brett sind, 9 Lektüren, wenn die Etagenschwestern dösen, 9 ernstliche Offerten. Und die Kallmorgen denkt, sie wäre allein im Rennen, spielt sich auf, geborene Solo-Violine, aber eine Seite ist verstimmt und das bin ich, Consordino. Kall und Horst, schafft er es? Oh je, es muss Varus sein, der die Sümpfe steuert. Hat er vorher noch die externen Sterne besichtigt? Immer noch nicht befriedigend gedeutet. Nein, er schafft es nicht. Oder doch? Tack, tack, tack. Er schafft es. Er ist schon an allen dösenden Fliegen vorbei, an allen Bärenhörnern, Metfesseln, Schwertschluckern. Hoppla, ja, und jetzt? Da ist er, der alte Augenblick, wo die Welt verdächtig wird. Haben nicht die anderen, während er herauffuhr, Kinder aufgezogen und Häuser gebaut? Sind sie nicht nach Sansibar gefahren? Haben sie nicht illustrierte Pilzwerke gedruckt? Langfristige Darlehen abgezahlt? Haben sie nicht gesoffen und gehurt und vergnügte Jahre gehabt, ohne Mutisten und Dreisinnige? Wieso sind sie alle so zufrieden damit, dass der Tag 24 Stunden hat und das Jahr 365 Tage und dass es Schaltjahre gibt? Keiner hebt Einwände. Alle schauen freundlich und angestrengt an mir vorbei. Ich bin einer von denen, die nur Augenblicke abkriegen. Sie wissen's. Aber ich weiß es nicht. Wenn ich ins Zimmer komme, schweigen sie. Sie lassen mir die Fliegen und die externen Steine gedeutet und ungedeutet. Ihnen ist es nicht wichtig. Sie haben noch etwas zwischen 24 und 0 und wollen mir einreden, es sei eine Spitzfindigkeit der Eisenbahn. Bei den Fahrplänen haben sie sich verraten. Da zeigt Gott den Pferdefuß. Eine üble Nachrede über die Pferde. All diese Hermannsschlachten, all diese lyrischen Monde, für mich und vielleicht noch für ein paar andere erfunden. Sonst braucht man sie nicht. Die haben andere Sachen. Was für Sachen? Welche Sachen? Spiele, Glückseligkeiten, Paradiese, es wird nichts verraten. Man besteht aus Knochen und irgendwelche Gewissern, Kapitänen sind uns gewiss, mir und vielleicht noch einigen anderen.
Für uns sind die Mopedfahrer ausreichend. Schwierigkeiten für den Motor, der Teutoburger Wald und altdeutsche Limonaden. Wach auf, gefrorener Christ. Der Mai steht vor der Tür. Der Mai, aber auch der Juli. Und verspätete Taubstumme, verfrühte Blinde, Pankreasinvaliden, Geschlechtskrüppel. Hoppla, blüh auf, keine verdächtigen Reden, kein deutbares Unterbewusstsein, das ist alles reif für Euthanasie. Und ich hoffe, niemand hat mich gehört. Eine Schlafstunde. Unverantwortlich. Aber jetzt bin ich wieder normal. Reif für das Schwert. Reif für Leutewerke an protestantischen Friedhöfen, natürlich auch an katholischen, wo es die Parität erfordert. Na bitte!